Wir sind Emmy und Chris und wir bauen gerade unseren VW T3 Bulli um. Denn unser Plan ist es, unsere Wohnung aufzulösen und auf Tour zu gehen. Wo uns die Reise hinführt, werden wir sehen. In dieser Woche beginnen wir mit der Planung der Elektrik unseres Bullis. Außerdem denken wir über unsere kurzfristige Zukunft und einen möglichen Umzug, nicht nur für den Bulli nach. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo. Heute ist Samstag, der 9. Juli und wir sind eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs, schieben jetzt aber natürlich, weil Filmen und Fahrradfahren ist, glaube ich, nicht so ganz so gut. optimal. Jedenfalls nutzen wir die freie Zeit, die wir haben, an der wir nicht am Bulli schrauben können und planen nämlich mal etwas. Und zwar planen wir heute die Elektrik. Genau. Und dafür fahren wir jetzt in ein Café, um wenigstens noch eine gemütliche Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja, und zwar gucken wir jetzt erstmal, wir überlegen uns, was haben wir für Verbraucher, was brauchen wir für Versorger. Und das alles zusammen werden wir heute Abend mit Achim in einem Skype-Call besprechen und dann mal ein Komplettkonzept entwickeln, das wir dann umsetzen und einbauen werden. Ja, ich bin schon ganz gespannt und hoffe, dass wir an alles denken. Aber spätestens, wenn Achim dann, Entschuldigung, drauf guckt, dann sollte das alles funktionieren. Und da vorne sehe ich schon einen silbernen T3 stehen. Oh, stimmt. Ja, wir schwingen uns aufs Fahrrad und dann geht's los. Dann brauchen wir Licht. Wir wollen ja auch unsere Bluetooth-Box mitnehmen. Wir haben die Vlogging-Kamera. Du was sagen? Ja, das ist unser Lieblingscafé. Café Soleil, ja. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Die Kuchen sind jeder wirklich einzelne. Ich muss mich so zusammenreißen. Der Zitronenkuchen, also wenn ihr jemals in Köln seid, Café Soleil, auf jeden Fall ein Tipp wert. Schaut da vorbei und esst den Zitronenkuchen. Und den Schokokuchen. Richtig lecker. Und irgendeinen Kuchen haben wir letztes Mal noch gegessen. Der war auch so lecker. Der Möhrenkuchen. Oh, der war auch ne? sehr lecker. Ja. Ja. Und das Frühstück ist auch sehr lecker. Und der Kaffee ist auch sehr lecker. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier bestimmt, wie lange? 3 Stunden gesessen? Ja. Unbezahlte Werbung, ne? Aber wirklich Herzensempfehlung. Ja. 3 Stunden gesessen und eine schöne Planung gemacht. Und haben jetzt eine schöne Liste zusammengestellt von den Sachen, die wir an Stromverbrauchern brauchen und das werden wir gleich
zu Hause mit Achim durchsprechen. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Es war komisch, dass du redest und ich gefilmt werde. Ich fühlte mich gerade ein bisschen beobachtet. Also insgesamt 31,22 Ampere. Das ist ja nichts. Ohne Licht. Ohne Licht, okay. Weil wir die nicht, also die haben wir nicht angegeben und ohne Heizung. Aber mit den Laptops und so 31,22 vorerst. Okay. Das ist ja echt wenig, finde ich, wenn man so von einer 80 bis 120 Amperestunden Batterie ausgeht, ne? Kommt noch Licht hinzu. Zwei Tage. Kommt noch Licht hinzu. Ja gut, das ist aber sehr wenig, wenn du LEDs hast. Ja. So. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Haben es gerade auch vor dem kleinen Regen geschafft. Also kleinen perfektes Regen. Timing. Draußen gegenüber ist irgendeine Party. Die stehen da am Fenster und trinken Sekt und Bier. Und wir arbeiten hier drin, weil wir nämlich gleich mit Achim sprechen. Das ist, glaube ich, wie spät ist es? 15.48 Uhr. 15.48 Uhr. Um 16 Uhr sind wir verabredet. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es wird spannend. Ja, also gerade haben wir ausgerechnet, dass wir ohne Licht 31,22 Ampere bisher am Tag brauchen, aber auch nur, wenn wir jeden Tag alle Geräte benutzen. Von Leselampe bis, da sind sogar beide Bluetooth-Boxen dabei. Bei den 230 bzw. 220 Volt Geräten, ob wir da ein separates 230 Volt Netz aufbauen über einen Spannungsregler oder Spannungswandler oder halt eben über entsprechende Netzteile. Wahrscheinlich sind Spannungswandler doch sinnvoller. Aber das besprechen wir gleich mit Achim. Da ist er direkt schon am Start. Hallo. Grüß dich, ich muss mal kurz gucken, die Kamera hier angeht. Hallo. Na? Hi. Grüß dich, so. Wie ist es? Hast du einen schönen Samstag bisher gehabt? Einen ruhigen Samstag habe ich gerade. Einen ruhigen? Oh, Elvis. Hallo. Ist Elvis, ne? Das ist Elvis, genau. Aus wie Mo. Unser Mo, der liegt hier gerade und pennt und chillt sein Leben. Wie immer. Christian trägt mal seine Präsentation vor. Also, ich habe eine Präsentation gemacht. Du musst nachher meinen Vortragsstil auch bewerten und ob die Abbildungen gut waren. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben zwei Laptops. Mhm. Nimm doch einfach die Liste, da ist ordentlicher ja, zu lesen. Genau. Willst du die an 230 Volt laden oder willst du die... Da fangen wir eigentlich schon fast mit den falschen Teilen an. Ne? Das ist sowieso eine grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben. Wollen wir nur ein 12 Volt oder auch ein 230 Volt Netz haben? Irgendwo da, um das grundsätzlich zu klären, wäre ja auch interessant, wenn man Landstromanschluss hat, dann brauchst du ja sowieso einen Spannungswandler, oder? Nee, also du kannst, haben wir mal im einfachsten Konzept, dann wirst du dich nie auf einen Campingplatz stellen, du wirst immer oben frei stehen, als Beispiel jetzt einfach mal. Das heißt, du wirst nie 230 Volt einstecken. Dann hast du ein reines 12-Volt-System im Bus erstmal. Ja. Und wenn du nur Verbraucher hast, die mit dem 12-Volt-System klarkommen, sparst du dir halt immense Verluste durch diese Umwandlung der Spannung. Aber das Wichtigste ist ja, dass man eben halt ein System hat, wo man halt einfach in der App oder auf einer Anzeige einfach weiß, was verbrauchst du gerade. Und wenn es dann halt an einem Tag viel ist, dann musst du halt umplanen. So. Aber du kannst am Morgen schon mal reingucken und siehst, wie voll ist meine Batterie noch. Anderthalb Stunden später war es wieder sehr erfrischend, informativ und sehr einleuchtend. Einleuchtend, ja, sowas habe ich auch gerade. Einsichtig, also erhellend auf jeden Fall. Wir haben eine Menge gequatscht, wir haben eine Menge zusammengetragen und
Ja, jetzt müssen wir das erstmal sortieren und gucken, was wir. Also wir müssen nicht nur uns überlegen, was wir für Geräte haben wollen, sondern auch wo. Und deswegen, das eine geht in einer Hand mit dem Raumkonzept. Deswegen müssen wir uns jetzt ungefähr schon mal das Raumkonzept überlegen, was wo steht und welche Stromquellen und Verbraucher wir wo haben wollen. Ja. Das machen wir jetzt erstmal in den nächsten 1-2 Tagen. Und dann schließen wir uns nochmal mit Achim kurz. Ja, das ist übrigens immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, unkompliziert mit Achim, weil er da so einen Durchblick hat, dann versteht man das auch richtig. Ja. Also, bei ihm klingt das immer alles so einfach. Ist eigentlich auch einfach. Vieles ist einfach, wenn man das Wissen hat. Ja. Und Achim hat viel Wissen, deswegen, ja. Achso, an dieser Stelle, falls ihr Motorkabelrolle braucht für einen T3, dann schaut einfach mal vorbei auf www.kiwigelb.de. Du sagst das aber auch wirklich so runtergerattert wie so eine richtige, echte Werbung. Das ist tatsächlich Werbung, aber unbezahlt. Unbezahlt, sage ich immer gerne dazu, unbeauftragt, aber eine absolute Herzensempfehlung. Definitiv. Schaut vorbei. Es lohnt sich. Ja. Ja. Und wir gehen jetzt noch Obst kaufen. Obst und zur Drogerie. Und zur Drogerie, genau. Ja. Und dann gibt's Abendbrot essen. Und dann gibt's Abendbrot und morgen, genau, morgen wird euch auch noch was erwarten. Das zeigen wir euch aber morgen. Es ist der nächste Tag. Hallo. Also Sonntag, der 10. Juli und wie ihr seht, sitzen wir im Auto. Wir fahren nämlich gerade außerhalb von Köln und fahren zu unserem lieben Zuschauer Bernd. Einerseits, um ihn zu besuchen und andererseits, weil er einen guten Tipp für uns hat bezüglich eines neuen Schrauberplatzes. Ja, eines potenziellen Schrauberplatzes. Ihr wisst ja, dass die Halle bei uns jetzt aktuell sehr, sehr staubig ist und das ist uns so oder so schon immer ein Dorn im Auge, auch was den Lack angeht. Und jetzt mit dem Innenausbau ist das mehr als suboptimal. Deswegen gucken wir uns nach anderen Möglichkeiten um und das ist eine davon. Und dann, naja, ob es jetzt wirklich eine Option ist, wissen wir noch nicht. Wir müssen uns das erstmal angucken und dann weiter überlegen. Ja, weil die, ja, wie ich eben erwähnt habe, ja dann auch außerhalb von Köln wäre und da müssen wir gucken, ob das mit der Entfernung passt. Aber wir wollen natürlich jede Möglichkeit in Betracht ziehen und wir gucken uns die sehr gerne an. Und vor allem, weil wir uns freuen, Bernd wiederzusehen und ihn zu besuchen. Wir sind da. Und es ist begeistert. Es ist so, so schön. Habt ein bisschen Nachsicht, dass wir die Gebäude, die hier stehen, nicht zeigen können und wollen, einfach aufgrund von Wahrung der Privatsphäre. Ja, also aber, wir könnten schon, ne? Aber ja, wir, wie Christian schon sagt, sind da natürlich mit respektvollem Umgang dabei und möchten ja auch nicht, dass man das dann orten kann. Und und deswegen, also es ist, wir sagen mal so, auf der Seite ist ein Bauernhof, der seine erste Erwähnung irgendwann im 1104? Ja, im, nee, 1195 oder irgendwie so im 12. Jahrhundert hatte. Und das ist so schön. Es ist natürlich alles noch im Um- und Aufbau, ne? Wird gerade nicht so wirklich genutzt. Aber wie ihr sehen könnt, es ist mitten in der Natur. So toll. Das ist alleine die 5 Minuten hier zu stehen, das ist schon. Und man hört auch nichts, außer, gut, das Auto, was gerade wegfährt, und die Vöglein, die zwitschern, und sonst ist halt nichts hier. Und vor einer halben Stunde hat noch der Hahn gekräht. Ja, also wir hätten echt die Möglichkeit, hier unseren Bulli unterzustellen. Und es ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit. Auch der Besitzer hier, den haben wir gerade kennengelernt, ist ein sehr, sehr netter Mensch. Also eigentlich ist das echt ein toller Ort. Jetzt kommt gleich ein Aber. Ja. Es ist halt, also die 25 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Ja, noch mehr eigentlich. Also, ja, stimmt. Also so fast 30 bis 40 würde ich fast sagen. Je nachdem, ich weiß nicht, wo wir jetzt genau hier sind. Ist ja auch nicht so schlimm, aber es ist halt, wenn wir in Köln wohnen bleiben würden, ist das so nicht machbar. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, gibt es andere Optionen? Ist es uns das wert? Es gibt auch andere Optionen, klar, aber auch da müssen wir mal gucken, weil Christian sagt immer so schön, da hängt noch mal ein längerer Rattenschwanz dann noch dran. Also ja, so viele Wenns und Abers, die dann da mit betroffen sind, zum Beispiel Arbeitswege oder wie auch immer. Mogli muss natürlich betreut sein, wenn wir in Berlin oder Warstein sind und hier haben wir ja noch nicht so das Netzwerk sozusagen und so weiter und so fort. Ach so. Ich meine, wenn wir hier wohnen würden, dann könnte Mogli natürlich einfach rausgehen. Das wäre Traum natürlich. Aber hier kann man leider nicht wohnen, zumindest noch nicht. Und das wird wohl wahrscheinlich auch die nächsten paar Jahre so bleiben, deswegen ist es für uns keine Option. Ja, aber perspektivisch wollten wir eigentlich jetzt nicht nochmal in irgendwie eine andere Wohnung ziehen. Ja, eigentlich nicht.
sondern eher in den Bus. Aber der Bus ist ja noch nicht fertig. Der muss ja fertig gemacht werden. Und da überlegen wir ja natürlich jetzt, wo. Ja. Also wir sind sehr hin und her gerissen, weil das ist so wunderschön hier. Ja. Wir schauen uns gerade mal noch jetzt noch eine andere Möglichkeit des Rattenschwanzes an. Und dann lassen wir euch auch gleich noch mehr wissen. Und nur ganz kurz, damit ihr so ein bisschen vielleicht eine Ahnung habt. Also diese Schrauberhalle ist eher eine große Scheune. Ja, mit sehr viel Holz und sehr viel Backstein. Das richtig können wir schön euch sagen. Es ist wirklich sehr schön. Naja, wir fahren jetzt einfach mal ein Stückchen weiter und sehen uns dann gleich wieder. Ja. Back in Köln und unsere Köpfe sind voll. Gefüllt mit Informationen und Eindrücken. Ja, es war, wie vorhin schon erwähnt, sehr, sehr schön da in der Ecke. Und wir müssen natürlich gucken, dadurch, wenn wir jetzt hier in Köln wohnen würden, ist die Entfernung zur neuen Halle natürlich sehr viel größer. Sehr, sehr, sehr weit. Das wird sich wegtechnisch tatsächlich nicht lohnen. Ja, aber wir haben auch eine Option auf eine Wohnung dort. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Ja, und eine Nacht drüber schlafen. Aber so generell sind wir super dankbar. Und das kommt ja auch von unserem lieben Zuschauer Bernd. Und wir schätzen das so, dass er da an uns denkt und irgendwie die Augen offen hält und uns sozusagen das alles unterbreitet. Und ermöglichen möchte. Ja. Also das alleine das Ermöglichen, dafür sind wir schon sehr, sehr, sehr dankbar. Ja. An dieser Stelle, wir haben uns zwar vorhin schon bedankt, aber auch an dieser Stelle nochmal danke an dich, dass du da so an uns denkst und die Möglichkeiten uns bietest. Ja, jetzt ist es an uns, darüber nachzudenken und abzuwägen, wie das für uns sinnvoll im Sinne von Zeit und Geld Und auch im Hinblick auf unser eigentliches, großes, übergeordnetes Ziel. Ja. Ne? Macht das jetzt Sinn, dieser Umbruch oder diese Umstrukturierung unseres Privatlebens auf das, was wir eigentlich vorhaben? Oder ist das vielleicht eher kontraproduktiv? Ja. Das müssen wir mal so ein bisschen gegeneinander abwägen. Wir haben auch schon gesagt, wir wollen die Sachen mal auf eine Pro- und Kontraliste schreiben. Ja. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Fakt ist natürlich, ich habe es eben noch zu Christian gesagt, ich kann mir aktuell überhaupt nicht vorstellen, in unserer aktuellen Halle den Innenausbau zu machen. Ja. Einfach wegen des Staubes. Das macht mich irre. Also wirklich jetzt mal so ausgedrückt. Ne? Das ist, es kommt in den Videos vielleicht auch staubig vor, aber das mal 10. Mindestens. Ja. Genau. Naja, aber wir denken jetzt nochmal drüber nach, machen uns jetzt noch einen gemütlichen Sonntag. Ich schneide dieses Video hier, was ihr jetzt gerade seht. Ja. Und da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen, auch wenn es dieses Mal wieder ohne Bulli war. Ja, ach so, dieses Mal. Also mit Bulli-Themen, aber ohne ihn zu sehen. Stimmt. Das war ja das erste Mal. Und wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und wenn ja, dann zeigt uns das gerne mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video. Wir freuen uns über jeden Support. Ja, ich wollte gerade noch ganz kurz sagen, Christians Abend wird schon ganz schwer, ich weiß, dass der Bulli bestimmt auch im nächsten Video schon vielleicht wieder da sein könnte. Wir wissen es noch nicht. Bleibt aber auf jeden Fall dran, wenn ihr das sehen wollt. Es bleibt spannend, auch für uns und für euch. Ja, und vielleicht kommen ja noch andere Dinge hinzu. Ne? Wir wissen es nicht. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend oder morgen oder Tag. Wir freuen uns auf das nächste Video. Und sagen bis dahin. Und tschüss.